Nein. Nein. Aber wollen Sie kaufen? Das ist günstig. Wollen Sie diese schöne Uhr kaufen? Nein. Aber das ist... Sie sollten zugreifen, ist wirklich sehr günstig, sehr günstig. Hey, komm mal her. Was für ein Vergnügen, Sie zu sehen, Herr Liebermann. Das Vergnügen ist ganz meinerseits, Herr Strasser. Das kann ich Ihnen versichern.
Es ist ja sehr unangenehm, einen so berühmten Nazi-Jäger wie Sie zu belästigen und dann noch wegen einer solchen Banalität wie Miete. Aber sie ist schon seit 3 Tagen überfällig. Ja, richtig. Ich werde Ihnen einen Scheck dafür geben, ja? In den nächsten Tagen. Aber ich bitte Sie, lassen Sie sich ruhig Zeit, Herr Liebermann! Vernachlässigen Sie doch ruhig Ihre Pflichten, während mein Besitz inzwischen vor die Hunde geht. Wir haben Überschwemmungen im ganzen Haus und das nur Ihretwegen. Durch Ihre Bücher überlassen Sie den Fußboden und oben werden die Rohrleitungen überspannt. Und dann brechen Sie! Oben brechen irgendwelche Rohre und Sie glauben, dass ich schuld daran bin? Ja, es hängt miteinander zusammen. Ihretwegen wird noch mal das ganze Haus zusammenstürzen. Sie ruinieren mir das ganze Haus. Sie haben kein Recht, diese schweren Schränke in ein Mietshaus zu bringen. Paraguay? Und das hier ist ein Wohnhaus und kein Bürogebäude. Sie haben kein Recht, diese schweren Schränke und Bücherregale hier reinzustellen. Ist ja gut, dann vermieten Sie das nächste Mal an jemanden, der Bettfedern verkauft. Hallo? Mr. Liebermann. Raus! Haben Sie verstanden? Hauen Sie doch endlich ab! Gehen Sie Ihre verrotteten Leitungen reparieren! Barry Kohler? Nein, ich wüsste nicht, dass ich Sie schon kenne. Ich habe Ihnen ein Päckchen mit Fotos geschickt. Haben Sie sie gekriegt? Sie klingen wie ein Amerikaner. Und was machen Sie in Paraguay? Ich beobachte die Aktivitäten einer Gruppe von Nazis. Und ich habe mehrere von ihnen als Kriegsverbrecher erkannt. Aufgrund ihrer Bücher und Artikel. 40 was? Jahre voller Leid und Opfer und Sie tun das einfach ab als Plunder? Ja, Plunder! Wir vergeuden hier wertvolle Zeit. Wissen Sie, meine Sehkraft ist normal. Große Stücke Putz fallen von Ihrer Decke herunter. Und wenn ich fest auftrete, dann werde ich bald durch diesen morschen Fußboden in Ihre Wohnung durchbrechen. Direkt auf den Schoß Ihrer geliebten Frau möge der Himmel mich davor bewahren. Kommen Sie! Schubsen Sie mich nicht! Lassen Sie meinen Bruder und mich in Ruhe! Hinaus! Kommen Sie, Herr Strasser. Esther, dieser Mann ist ein Idiot. Nein, ich bin der Idiot, dass ich mich von ihm so wütend machen lasse. Geh schon, dein Anruf wartet. Ach. Es ist ein junger Mann dran, der soeben entdeckt hat, dass es in Südamerika Nazis gibt. Ach so, Mr. Kohler, entschuldigen Sie die Unterbrechung, aber... Ich arbeite allein, ebenso wie Sie, Mr. Liebermann. Der Grund, weshalb ich Sie anrufe? Ich verfolge eine Spur. Mr. Kohler, es mag ja eine überraschende Entdeckung für Sie sein, dass es allerhand Nazis in Paraguay gibt, aber ich versichere Ihnen, für mich ist das nichts Neues. Und wenn Sie sich noch länger dort aufhalten sollten, dann wird es zwar nach wie vor Nazis in Paraguay geben, aber dafür einen unschuldigen jüdischen Jungen weniger auf der Welt. Aber irgendwas geht hier vor. Offenbar versammeln Sie sich zu einer bestimmten Operation, weil nämlich eine Gruppe von Ihnen dauernd auf dem Grundstück von Ralf Gunther aus- und eingeht. Ich möchte nur wissen, was ich jetzt tun soll. Steigen Sie ins Flugzeug und fliegen Sie nach Hause. Oder besser, gehen Sie zur amerikanischen Botschaft. Laufen Sie zur Botschaft und sagen Sie denen, man möge Sie ins Flugzeug bringen. Vielen Dank für Ihren Rat. Was hat er gewollt? Ich weiß es nicht. Er redete von Fotos und von irgendwelchen Operationen. Ein Junge wie er kann von Glück sagen, wenn er in Paraguay überhaupt nur einen Tag überlebt. Er ist schon seit Wochen dort. Als ich ihm sagte, er soll sofort nach Hause kommen, legte er den Hörer auf. Was hat er erwartet? Applaus? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Ja, verdammt, es funktioniert! Mira, mira qué bonito. Muy bonito. Me gusta mucho. Hallo Ismail, komm. Thank you.
das Ding. Lass mich jetzt bloß nicht im Stich. Meine Herren, er kommt jetzt. Also, Gunther, dies ist der große Augenblick. Aber meine Herren, ich bitte Sie, stehen Sie doch ruhig bequem. Gunther, machen Sie bitte die Honneurs. Selbstverständlich, Dr. Mengele. Mengele? Hauptsturmführer Gerhard Mundt. Ja. Ja, ich habe nur allerhöchstes Lob über Sie gehört, Hauptsturmführer. Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Sturmbannführer Ludwig Traunsteiner. Danke, dass Sie gekommen sind, Sturmbannführer. Hauptsturmführer... Schon gut, Gunther. Hauptsturmführer Farnbach und ich sind alte Kameraden, nicht wahr? Es ist sehr schmeichelhaft für mich, dass Sie sich nach so vielen Jahren noch an mich erinnern. Ich bin keineswegs so senil oder undankbar, dass ich mich schon nicht mehr an einen treuen Offizier aus den frühen Tagen unseres Kampfes erinnere. Und nun zu unserer Jugend. Das ist Dietrich Hessen, Sohn von Wilhelm Hessen. Willkommen, junger Mann. Wolfgang Kleist. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Danke, Herr Doktor. Und Arnold Schwimmer. Freut mich sehr, Herr Schwimmer. Und nun zur Sache. Aber bitte nehmen Sie doch Platz, meine Herren. Die vor Ihnen liegende Aufgabe ist die wichtigste Operation, die die Kameradenorganisation je unternommen hat. Sie ist der entscheidende Schritt in einem Vorhaben, dem ich und Ihre Führer viele Jahre der größten Anstrengungen gewidmet haben. Von Ihrem Erfolg bei diesem Projekt hängen die Hoffnungen und das Schicksal der arischen Rasse ab. Und das ist keineswegs übertrieben, sondern buchstäblich wahr. Es ist eine heilige Mission, meine Herren. Betrachten Sie es also als eine große Ehre, dass man Sie für die Durchführung auserwählt hat. Nun zu den Einzelheiten. In den nächsten 2,5 Jahren müssen 94 Männer sterben, und zwar möglichst zu exakt vorherbestimmten Terminen. 16 von diesen Männern sind in Westdeutschland, 14 in Schweden, 13 in England, 12 in den Vereinigten Staaten, 10 in Norwegen, 9 in Österreich, 8 in Holland und jeweils 6 in Dänemark und Kanada. Eine Gesamtsumme von 94 Liquidationen. Alle diese Männer werden 65 Jahre alt sein, wenn ihre Zeit gekommen ist. Wahrscheinlich werden ein paar von ihnen dann schon eines natürlichen Todes gestorben sein. Ja, Farnbach? Was sind diese Männer, Herr Doktor? Juden? Nein, nicht einer. Es sind alles Familienväter, Steuerinspektoren, Schuldirektoren, Beamte, Männer von geringem Einfluss. Dürfen wir Helfer verpflichten? Komplizen? Das würde ich Ihnen nicht raten. Bedenken Sie, es sind 65-jährige Männer. Ihre Sehkraft lässt nach, ihre Reflexe sind langsam, ihre Kraft schwindet. I've been through Sweden quite a bit, but I've never heard of this place. Rasbo? It is a village. About 15 kilometers from Uppsala. That is Bertil Hayden, the postmaster there, yeah? Und Sie meinen, dass dadurch, dass man diesen Alten umbringt, das Schicksal der arischen Rasse erfüllt wird? Wollen Sie von diesem Auftrag entbunden werden, Hauptsturmführer Mundt? Nein, keineswegs.
dann stellen Sie meinen Befehl nicht in Frage, sondern befolgen Sie ihn. Ja, Herr Doktor. Ich möchte mich entschuldigen. Noch irgendwelche Fragen? Die Familien dieser Männer sollen nicht mit hineingezogen werden. Und für den Fall von, sagen wir, vielleicht romantischen Vorschlägen gegenüber aufgeschlossen sind, also wiederhole ich, die Familien sollen nicht mit hineingezogen werden. Sie werden so reisen, wie es unter Vertretern größerer deutscher Firmen üblich ist. Und Ihnen wird mehr als genug Geld zur Verfügung stehen für eventuell notwendige Ausrüstung. Es ist unbedingt notwendig, dass Sie bei der Zentrale regelmäßig Meldung machen, und zwar... Sucht es! Durchsucht sofort den Raum! Mr. Liebermann, hören Sie sich das an. Dass man diese Alten umbringt, das Schicksal der arischen Rasse erfüllt wird. Wollen Sie von diesem Auftrag entbunden? Vermittlung, ist mein Gespräch noch nicht da? Ich dachte, ich hätte Ihnen gesagt, Sie sollen verschwinden. Haben Sie auch, Mr. Liebermann, aber ich bin hier und darüber werden Sie froh sein. Dr. Josef Mengele war heute Abend hier.
Wollen Sie damit etwa sagen, dass Sie mich um 3 Uhr morgens anrufen, um mir zu erzählen, dass Dr. Josef Mengele in Paraguay ist? Das weiß ich längst, Mr. Kohler. Das weiß auch meine Schwester, das weiß auch mein Vermieter, das weiß auch mein Schneider. Und nun wissen Sie es also auch. Meinen herzlichen Glückwunsch. Er ist heute Abend zu einem Treffen in Gunthers Haus gekommen. Und die anderen auch. Mengele hat Ihnen befohlen, 94, 65 Jahre alte Männer umzubringen, und zwar innerhalb von 2,5 Jahren. Sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich selbst, wovon Sie reden? Ne? 94, 65-Jährige innerhalb von 2 Jahren. Ich kann Sie durchaus hören, Mr. Kohler. Ich kann dem nur nicht ganz folgen, was Sie da sagen. Verdammt nochmal, Sie brauchen mir nicht zu glauben. Ich habe alles auf Band. Die Opfer leben überall verstreut, in Europa, Kanada, den Vereinigten Staaten. Die meisten sind Beamte. Okay, dann spiele ich es Ihnen gleich vor. Dauert nur noch eine Sekunde. Sie können sich ruhig Zeit nehmen. Alte Männer schlafen nicht so schnell wieder ein, wenn sie mitten in der Nacht geweckt werden. Nun zu unserer Jugend. Ach, was Sie jetzt hören, ist nur das allgemeine Bekanntmachen, das sich vorstellen und so. Willkommen, junger Mann. Mengele redet zu den anderen wie ein Aufsichtsratsvorsitzender. Würden Sie wohl aufhören, Fragen zu stellen und nur zuhören, Mr. Liebermann? Arnold Schwimmer. Freut mich sehr, Herr Schwimmer. Und nun zur Sache. Jetzt kommt es. Bitte nehmen Sie doch Platz, meine Herren. Die vor Ihnen liegende Aufgabe, die die Kameradenorganisation ist der Cola. Vorhaben, dem ich und Ihre Führer. Sind Sie noch dran, Cola? Cola! Erfolg. Bei diesem Projekt hängen die Hoffnungen und das. Cola. Schafft die Leiche weg und bringt das Zimmer wieder in Ordnung. Ich möchte nicht, dass auch nur die geringste Spur von diesem Ungeziefer zurückbleibt. Es ist alles in Ordnung. Erledigen Sie das mit der Polizei. Aber wen hat der Junge angerufen? Das ist unwichtig. Vielleicht sollten Sie lieber warten. Wir brauchen auf gar nichts mehr zu warten, denn das Vierte Reich wird kommen, Gunther. Unsere Männer reisen morgen ab, wie geplant. Bring den Jungen raus. Gibt es denn keine Möglichkeit, dieser Sache weiter nachzugehen? Na gut, vielen Dank. Das Wiener Fernamt hat mir den Anruf aus Paraguay bestätigt, während Paraguay sagt, dass dieses Gespräch nicht stattgefunden habe. Sieh mal, ich habe endlich doch ein paar Unterlagen von dem Jungen gefunden. Mund, Hauptsturmführer bei einer der berüchtigten Sondergruppen. Farnbach, ein Gestapo-Agent. Traunsteiner, stellvertretender Kommandant in Dachau. Billige Bürokraten und Mörder. Und die hier, wer weiß. Esra, du weißt, dass du das nicht tun solltest. Esther, nach allem, was ich durchgemacht habe, sollte ein Zug mehr oder weniger kaum schaden. Und das hier, Standartenführer Eduard Seibert. Er ist der Adjutant von Rausch, dem Kopf der Kameradenorganisation. Er hatte das Oberkommando über die Ausrottungseinheiten an der Ostfront. Er ist ein echter Aristokrat. Was macht der in so gewöhnlicher Gesellschaft, frage ich mich. Also dann war es wohl doch nicht nur ein Witz. Nein. Esther, am Telefon, nachdem wir getrennt wurden, da habe ich etwas gespürt.
Da war etwas Lebendiges in der Stille. Und etwas Hasserfülltes. Vielleicht werde ich langsam senil. Dazu hast du keine Zeit. »94. Ganz gewöhnliche Männer.« So nice to see you again. How are you getting along? Can't complain, would listen. May I take up a moment of your time? I'm so sorry, I'm late for lunch. Always such a prodigious appetite. What? 8 times last week I called you, and each time you are at lunch, maybe you have a tapeworm. Now, Sydney, please, just a few moments of your time. Oh, very well. Come on. Ezra, you carry this whole damn concentration camp scene pinned to your coattails. Why do you keep knocking yourself out? Nothing ever pays off. Frieda Maloney is in jail? Frieda Maloney. She was only a guard in a camp. To strangle young girls with their own hair? Bayoneted infants? Well, maybe she was a despicable criminal, but she just disappears 30 years later. Sydney, there's a plot by the Camerons organization, which is the illegal arm. Yes, I know what it is. It plots to kill 94 men in the next 2.5 years. Jews, I suppose. I want your European, Canadian, and American bureaus to send you clippings of all 65-year-old civil servants who die accidentally. You pass them to me, and I'll do the rest. But whose plot is this? Josef Mengele. He's the red herring in this little barrel. What a title for the chief doctor of Auschwitz, who killed 2.5 million people, experimented on children, Jewish and non-Jewish, using twins mostly, injecting blue dice into their eyes to make them acceptable Aryans. Ezra. Amputating limbs and organs from thousands, operating without anesthetics, but with the strains of Wagner providing an obbligato to the screams of the mutants he was creating. Don't lecture me! You owe me something. Even if only to humor an old man who once brought you Page 1 international story. You owe me this much, Sydney. Now I'm collecting. Have you any idea how many men in their mid-60s die every day? I try not to think about it. Doring. Ja, was ich habe, ist so gut für Sie. Ah, das ist deutlich zu sehen, Herr Doring. Gehen Sie. Gehen Sie jetzt. Sie Schwein. Thank you.
braver Junge. Seibert, gibt's was Neues? Gute Nachrichten. Unsere Vertreter haben sich alle gemeldet. Die ersten Quoten sind bereits erfüllt. Die meisten zu den genauen Daten. Zwei einen Tag zu früh und einer einen Tag später. Hervorragend. Hervorragend. Kommen Sie. Lassen Sie uns erstmal ordentlich Mittag essen. Standartenführer, ich brauche einen vollständigen Bericht darüber für meine Unterlagen. Ich habe mich schon darum gekümmert. Vier von sieben, haargenau termingerecht. Das sind gute Männer, gut ausgewählt. Gestern erhielt ich einen Anruf von Obergruppenführer Rausch von der Costa Brava. Und? Warum haben Sie uns nichts über Liebermann gesagt? Weil ich das nicht für notwendig hielt. Der Obergruppenführer ist beunruhigt. Über Ezra Liebermann? Den nimmt doch keiner ernst. Selbst die reichen Juden, die ihm immer Geld geschickt haben, haben bessere Wege gefunden, um ihr Gewissen zu beruhigen. Die Bank hat die Zahlungen eingestellt, seine Anhänger sind längst von ihm abgefallen. Er ist ohne jede Glaubwürdigkeit. Ich habe entschieden, dass er keine Bedeutung hat. Verzeihen Sie mir, Herr Doktor, aber diese Entscheidung überschreitet Ihre Kompetenz. Sie hätten unsere Verbindungsleute auf der ganzen Welt in Gefahr bringen können. Und wenn ich Ihnen aber nun von Liebermann erzählt hätte, dann hätten Sie wahrscheinlich mein Projekt in Gefahr gebracht. Als ob das etwas ausgemacht hätte, wenn wir es um 3 oder 4 Monate verschoben hätten. Das hätte sehr viel ausgemacht. Es hätte das Ergebnis um 20% reduziert. 18 Männer in den ersten 4 Monaten, das würde ganz andere Resultate ergeben. Vorausgesetzt, dass es ein Resultat gibt. Wir werden auf jeden Fall die Resultate bekommen, die ich versprochen habe. Obergruppenführer Rausch wollte die 6 Männer zurückrufen. Völlig unmöglich. Bis wir in Erfahrung gebracht haben, wie viel Liebermann weiß. Das ist unmöglich. Dieses Projekt hat einen Zeitplan, der peinlich genau beachtet werden muss. Es gibt keine Möglichkeit, ihn zu ändern. Herr Doktor. Standartenführer, haben Sie eigentlich voll und ganz verstanden, was ich getan habe? Ich, der Gesetzlose, der sogenannte scheußliche Kriegsverbrecher, hier, in diesem gottverlassenen Land, weit weg von Deutschland, habe ich ein wissenschaftliches Wunder vollbracht. Ich habe die ganze Welt als Laboratorium benutzt. Sie zu unserem Laboratorium gemacht. Und Sie regen sich auf wegen 6 Männern? Ich würde noch mal 6 Männer ausschicken, falls Sie erwischt würden. Und dann noch mal 6. Und dann noch 6 weitere, solange bis die Aufgabe erfüllt ist. Ich pflichte Ihnen bei, Herr Doktor. Ich hoffe nur, dass wir diese Liebermann-Affäre lösen und es Ihnen möglich ist, 94 Positionen auf Ihrer Tabelle abzuhaken. Come. Walk me to the plane. You see how
passionate I am on this subject. To think that one day this place will be a shrine visited by millions of school children. Yes, that is a nice thought. Nice thought. Gladbeck 330, Ezra. We'll get there. We'll get there. When do I ever miss a train? Now, you know what to do while I'm away? Go through all those clippings, separate them by countries and cities. Try to isolate all violent crime. Ezra, there are already more than 100 clippings, and being on call to say there are more to come. Well, we have to start somewhere. Yes, but we can't afford to hunt for all those men. Well, that's why I'm going to these cities first, because they are the closest and the cheapest. It's the beginning. Yes, but you know that. Remember to separate the ones in New England from the rest. I can cover them while I'm on the lecture tour. Still without any help. Without help, without money, without time. What else is new? Du hin? Das verdammte Band abstellen. Lass das, ich mag die Musik. Ihr aber nicht. Er wird die Treppe raufschleichen, an meiner Tür lauschen und darauf warten, dass er mich ertappt. Dass er dich ertappt? Wobei denn? Dreimal darfst du raten beim Kartenspielen. Mr. Harrington duldet keine Schweinereien in seinem Haus. Er hat nämlich Frau und Kind, verstehst du? Ich wette, dieser Blödmann würde nicht Nein sagen, wenn ich ihn rein bitte. Dann bitten wir ihn doch zu uns. Ich meine danach. Guten Tag. Wohnt hier Frau Doring? Mein Name ist Liebermann. Telefoniert, aber ich glaube, Sie können reinkommen. Bist du denn Ihr Enkel? Ihr Sohn. Herr Liebermann. Frau Doring, zunächst vielen Dank, dass Sie mich empfangen. Möchten Sie nicht vielleicht erst mal Platz nehmen? Gern, danke. Sie sind doch der Liebermann, der im Fernsehen gewesen ist, vor einigen Monaten. Der Nazi-Jäger. Frieda Maloney. Ja. Wenn Sie Nazis fangen, bringen Sie die dann um? Ah, das wäre ungesetzlich. Es ist viel besser, sie vor Gericht zu stellen, damit die Menschen daraus lernen. Was lernen?
was die Nazis waren und was sie alles getan haben. Welchen Sinn hat es dann, dass sie fangen? Bringen Sie doch einfach alles in die Geschichtsbücher. Ja. Sie haben einen klugen Jungen, Frau Doring. Ja, aber leider auch einen ziemlich faulen. Zum Beispiel sollte er jetzt eigentlich in seinem Zimmer sein und ein bisschen üben, nicht wahr? Ich kann ja wohl kaum in meinem Zimmer sein und gleichzeitig die Tür aufmachen, oder? Erich, ich habe doch nur einen Scherz gemacht. Sei nicht gleich beleidigt. Na, alles in Ordnung. Bitte geh jetzt nach oben und übe. So, jetzt können wir reden. Darf ich Ihnen vorher noch mein tiefstes Mitgefühl ausdrücken? Sicher haben Sie eine sehr schwere Zeit durchzumachen jetzt nach diesem Schicksalsschlag. Oh, ich danke Ihnen. Sagen Sie, ist er eigentlich Ihr einziges Kind? Ja. Und hat Ihr Gatte sein ganzes Geld nur Erich und Ihnen hinterlassen? Seine Schwester hat auch etwas geerbt. Warum wollen Sie das wissen? Ich hoffe, dass Sie das nicht falsch verstehen, aber ich suche nach einem Grund für seinen Tod. Emils Tod war ganz eindeutig ein Unfall. War er ein Nazi? Sehen Sie, ich habe ihn erst 1955 kennengelernt. Ich kann Ihnen das also nicht beantworten. Hat er vielleicht jemals den Namen eines gewissen Dr. Josef Mengele erwähnt? Wen? Es bestand doch ein ganz erheblicher Altersunterschied zwischen Ihnen, nicht wahr? Ach, das war nicht der einzige Unterschied zwischen uns. Ich war 20, kam direkt von einem Bauernhof. Und er war der allerwichtigste Mann bei der Transportkommission. Oh nein, er müsste damals 43 gewesen sein. Did he have any hobbies? No. Yes. Yes, he did have one special hobby, Herr Liebermann. He humiliated and beat my son at every given opportunity. Would you like me to tell you who really killed him? God. To set free a stupid little farm girl after 22 years of unhappiness. Do Nazis answer prayers, Herr Liebermann? No, that is God's business. And I have thanked him every night since he pushed Emil under that car. He could have done it sooner, but I thank him anyway. Wer sind Sie? Was suchen Sie hier? Kommen Sie rein, Mr. Harrington. Sie möchte sich gerne mit Ihnen unterhalten. Ich will auch mit ihr reden. Na wunderbar. Wash your hands for tea. Hello? I'm on my way, Mother! If you'd hold on, I'll just get her. Nancy! Nancy! Telephone, Nancy! 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 Come on, Nancy, you can't spend your life in bed.
Gut, gut. Unglaublich präzise. Alles genau zum richtigen Zeitpunkt. Sie hätten sich den Weg sparen können, wenn Sie es mir über Funk gesagt hätten. Was nicht bedeutet, dass ich nicht dankbar bin für intelligente Gesellschaft hier unten. Gunther hat mir gesagt, wie sehr Sie seine Digitaluhr in seinem Haus bewundert haben hier. Ah, vielen Dank, mein Freund. Das ist sehr aufmerksam von Ihnen. Wirklich ein rationelles Gerät. Bemerkenswert. Es gibt ein Problem. Ja? Liebermann, er war in Gladbeck und hat Frau Doring besucht. Dann ist es möglich, dass er über Doring informiert war. Sie wissen es nicht? Woher sollte ich? Von dem jungen Kohler? Vollkommen unmöglich. Wie sonst ist Liebermann auf Doring gekommen? Rein zufällig. Das ist keine besonders wissenschaftliche Erklärung, nicht wahr, Herr Doktor? Soll das hier vielleicht ein Verhör sein, Standartenführer Seibert? Obergruppenführer Rausch hat mich zum Sicherheitschef für dieses Projekt ernannt. Wie soll ich meine Pflicht erfüllen, wenn ich nicht alle Fakten habe? Die haben Sie doch. Ein neugieriger, inkompetenter alter Jude ist rein zufällig auf ein Opfer gestoßen. Was müssen Sie sonst noch darüber wissen? Jeder Idiot würde den nächsten logischen Schritt erkennen. Bringen Sie ihn um! Wir wollen auf keinen Fall einen Märtyrer schaffen. Das ist doch lächerlich. Außerdem hat er vielleicht Kontakte zur Polizei oder zu diversen Geheimdiensten aufgenommen. Die würden ihn nicht im geringsten ernst nehmen. Wenn er plötzlich ums Leben käme, würden sie schon aufmerksam. Nun, und was haben Sie nun vor, in dieser Sache zu unternehmen? Liebermann muss ab sofort sorgfältig überwacht werden. Besteht die Gefahr, dass er uns zu nahe kommt, muss eine Entscheidung getroffen werden. Wir müssen abwägen zwischen dem Risiko, Liebermann zu beseitigen und dem zu erwartenden wissenschaftlichen Wert Ihres Projektes. Versuchen Sie, mein hochverehrter Sicherheitsbeauftragter, mir allen Ernstes weiszumachen, dass ein Projekt, das 20 Jahre Anstrengungen und Abermillionen gekostet hat, einfach fallen gelassen wird wegen eines nutzlosen, unbedeutenden Juden. Ich würde Ihnen nicht raten, mich zu Ihrem Gegner zu machen, Dr. Mengele. Denn ich war einer der wenigen, die Sie unterstützt haben, seit die Sache mit Liebermann angefangen hat. Erwarten Sie jetzt, dass ich vor Ihnen auf die Knie sinke, aus lauter Dankbarkeit? Ich werde Ihnen mal was sagen, Seibert. Falls Sie versuchen, Ihre Angst und Ihr Versagen auf meine Kosten abzureagieren, werde ich das nicht zulassen. Ich bin Wissenschaftler und ich habe stets meine Pflicht erfüllt. Und Ihnen wurde eine Aufgabe zugeteilt. Also führen Sie sie aus. The desert fiber was a genuine accident witnessed by many people. At Gladbeck, I met a young housewife who was not exactly heartbroken by the death of her old husband. And at Potsheim, they slammed the door in my face. That's the way it will probably be with most of these people. I know. Come, let's get the car. Yes, please. Entschuldigen Sie, Mr. Liebermann. Mein Name ist David Bennett. Ich glaube, Sie kennen einen Freund von mir, Barry Kohler. Oh, dann sind Sie wohl der junge Mann, der angerufen hat. Hatten Sie in letzter Zeit etwas von Mr. Kohler gehört? Nein. Ich auch nicht. Ich weiß, dass er mit Ihnen zusammengearbeitet hat. Nein, das ist nicht richtig. Aber er stand doch mit Ihnen in Verbindung. Woher wissen Sie das? Aus Briefen, die wir erhalten haben. Wer ist wir? Die jungen jüdischen Verteidiger. Diese Bande von Fanatikern. Kohler hatte mir gesagt, dass er alleine arbeitet. Ja, das hat er auch, dank ihm. Nachdem er alle Ihre Bücher gelesen hatte, beschloss er, seine Methode zu ändern. Ich habe Ihren Freund allerdings nicht nach Paraguay geschickt. Er hat mir das hier geschickt, um zu beweisen, dass er nicht irgendeinem Phantom nachjagt. Er konnte diese drei jungen Leute nicht identifizieren. Das habe ich übernommen. Das ist Kleist, das ist Hessen und das ist Schwimmel. Mitglieder einer neonazistischen Organisation in Paraguay. Das hat alles wirklich nicht das Geringste mit mir zu tun.
Hat Barry Colas Leben irgendetwas mit Ihnen zu tun? Sie haben kein Recht, in diesem Ton mit ihm zu reden. Ist Barry Cola noch am Leben? Woher soll ich das wissen? Mr. Liebermann, Barry ist tot. Sie wissen es. Und ich weiß es. Und aus diesem Grund bin ich hier, um da anzuknüpfen, wo er aufgehört hat. Das heißt also bei ihm. Ich arbeite allein. Es geht nicht darum, dass ich einen Job suche. Ich brauche lediglich Informationen von Ihnen. Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich gehe nicht weg, bevor Sie nicht mit mir geredet haben. Sie werden es erleben. Ich pflanze mich auf Ihre Türschwelle und erwarte Sie jeden Morgen, ob es Ihnen passt oder nicht. Solange ich die Information nicht bekomme, bin ich wie eine Klette. Ezra, I got another envelope of clippings from Benon. A big one. All right, young man. We'll talk. I'm looking for the village of Stolin. You're going the wrong way. Turn around and take the south road for about 16 kilometers. Then bear right. You can't miss it. Thanks. What are you doing in these parts? What? You are not Swedish. I come from Dortmund originally, but I live in Stockholm now. I have spent some time in Germany myself. Come now! Mund! What's happened to your memory? My God! Major Arthur! I knew it was you! Can't believe it! What in the world are you doing up here? Look, it's no great story. My sister was married to a Swede. And after I escaped from the internment camp, I hid out with them. I am Lars Lofqvist now, inspector of the power company. And now what about you? I come up here on a job for the Comrades Organization.